Willkommen zu Quarantäne TV. Ich sitze hier im Homeoffice und ich sag euch, die Welt spielt verrückt. Die Amis schreiben das schon als Apokalypse ab. Mein Friseur lässt mich nicht mehr ran. Die Welt geht unter, aber wir halten durch. Ich habe euch animiert, dass ihr mir ein paar Fragen bei Instagram stellt. Falls ihr mir noch nicht folgt, weil es kann ja natürlich auch sein, dass ihr jetzt nur von YouTube kommt, dann folgt mir natürlich, wenn ihr schon auf Instagram seid und das hier gerade auf Instagram sieht. Sehr gut, dann folgt mir auf YouTube. Ich gehe mal hier so ein bisschen die Fragen durch. Repariert ihr auch als Werkstatt oder macht ihr rein Import? Die Situation ist so, dass wir uns momentan nur auf den Import spezialisieren. Wir haben aber mehrere Werkstätten. Wir haben bis runter in den Süden, in den bayerischen Raum, im schwäbischen Raum, aber auch eben komplett im Norden haben wir überall unsere Werkstätten verteilt. Mit denen wir zusammenarbeiten, hat nämlich der Hintergrund, dadurch, dass wir unsere Kunden überall in Deutschland haben, können wir die dann immer so ein bisschen hin und her schieben und sagen, hör zu, da ist eine gute Werkstatt, da kannst du dein Auto umrüsten lassen, was du bei uns gekauft hast. Und so helfen wir den Kunden weiter. Aber wir haben jetzt selber in dem Moment noch keine Werkstatt. Die robusten Alltagsautos fragt, all you need is Miss Louret oder so. Ich vermute mal jetzt, die Frage ist im Oldtimer-Segment gestellt. Also definitiv eines der besten Autos, wenn nicht das Alltagsauto, womit du jetzt einsteigen könntest und sofort in die Sahara fahren könntest, ist definitiv Mercedes W124. Robust, da geht's gar nicht. Wenn er kaputt geht, dann nur, weil er dir unterm Arsch wegrostet, aber ansonsten sehr robust. Was könnte es noch geben? Definitiv kein Ami, weil da geht immer irgendein Scheiß kaputt, das ist nun mal so. Ansonsten, nee, ich würde sagen Mercedes. Also 124er ist schon wirklich so ein Nonplusultra, meiner Meinung nach, wo es wirklich im bezahlbaren Rahmen bleibt, wo du auch schnell mal irgendwie selber was dran machen kannst. Da kannst du wirklich wenig falsch machen. Genauso wie 201er oder so, ne? Babybenz. Gibt's jetzt billig Fahrzeuge, Zeit zum Investieren? Fragt Daniel, Quint. Ich glaube, auf die Frage gehe ich im nächsten Video nochmal drauf ein. Ich denke mal, wir werden die Woche noch ein zweites Video machen. Das ist nämlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wie kann man sich als Neueinsteiger am besten über Oldtimer und Autos informieren? Vor 4-5 Jahren hätte ich noch gesagt, gehen die Foren, beließ sich dort. Die haben so Kaufberatungen, Anleitungen. Dort kannst du aber auch mit den Forumsmitgliedern ganz gut ins Gespräch kommen. Das funktioniert im Mustang Club sehr gut. Also der Mustang Club ist sehr, sehr gut vernetzt. Da gibt es wirklich viele, viele coole Leute. Heutzutage würde ich aber fast sagen, geh in die Facebook-Gruppen. Du kommst mit den Leuten so schnell, so gut in Kontakt, kannst ihnen gleich auch eine Freundschaftsanfrage senden, wenn du mit dem privat irgendwie nochmal was austauschen möchtest oder sowas. Also das geht wirklich sehr gut. Ich würde auch fast sagen, dass die Facebook-Gruppen heutzutage das klassische Forum irgendwann auch ablösen werden. Ich denke, das ist so ein Generationsding. Aber so, man merkt, die Tendenz geht auf jeden Fall Richtung Facebook. Kommt in nächster Zeit auch wieder Mustangs, fragt Missel 81. Tatsächlich haben wir einen 67er Fastback gerade auf dem Weg. Der kommt aus Hawaii. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, aber ich kann euch sagen, das Ding ist cool. Der Amerikaner würde sagen, solid bones, also die ganzen Rahmenträger und alles, das passt. Das ist gerade, aber das Auto kommt aus Hawaii, stand draußen und natürlich diese Meeresbrise, die da auf die Karosserie herunterprasst, die zeigt halt natürlich schon irgendwie ihre Wirkung. Also Mustang prinzipiell ja. Das Problem, was wir aber jetzt in den letzten Wochen hatten, Mustang verhält sich ungefähr so wie ein Porsche 911. Jeder will einen haben, jeder, der einen hat, verkauft ihn sehr teuer oder will ihn sehr teuer verkaufen. Aber seit einer Woche merken wir, da passiert was, vielleicht sogar seit 2 Wochen. Wie gesagt, zum Thema Investment, Oldtimer und sowas, da wird es ein zweites Video geben, vielleicht sogar die Woche noch. Wie schwer steht es in die Zukunft um die Ausfahrt mit Oldtimern dank Greta etc.? Fragt Brownie Lift. Tatsächlich glaube ich nicht so schlimm, wie viele meinen. Also wir haben ja Leute, die auch wirklich das ein bisschen überdramatisieren, weil sie mit ihrem Oldtimer oder die Sorge haben, dass sie mit ihrem Oldtimer irgendwann keine Ausfahrt mehr machen dürfen. Meine persönliche Meinung ist, das wird es eine Weile geben. Wir haben eine starke Community. Das wird immer populärer. Natürlich muss man auch ein bisschen aufpassen, dass diese,
Mitläufer, wenn ich das jetzt so sagen kann, da nicht überhand nehmen, weil jetzt kommen die starken Jahrgänge. Ne? Das sind jetzt Autos in den 90ern, wurden zu 100.000-fach verkauft. Und da wird es, vermute ich jetzt, einen Riegel irgendwann geben, der da einfach irgendwie das neu reglementiert. Weil natürlich, wenn ein Golf 3, der irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen Mal oder sowas gebaut worden ist, und man den halt nur auf die H-Zulassung umrüsten will, weil man da irgendwie ein paar Steuern sparen will, das ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen wird es dort eine Reglementierung geben. Aber prinzipiell nein. Ich sehe wirklich keine große Gefahr. Oldtimer werden wirklich, haben ihre Lobby und die wird auch bleiben. Und die Community, die ist wirklich stark. Was muss ich machen, um zum Beispiel ein amerikanisches Fahrzeug in Deutschland einzuführen bzw. zuzulassen? Von Hui Hui. Zuerst einmal kannst du den Händler deines Vertrauens kontaktieren. Das können natürlich wir sein, das kann aber natürlich auch jeder andere sein. Auch da gibt es viele, viele Berichte in den Foren und auch Meinungen, Bewertungen und sowas. Da sollte man schon drauf achten. Ja, und dann meldest du dich bei denen, rufst ihn an und sagst dazu, ich möchte beispielsweise einen Ford Mustang haben, das und das Baujahr, das und das Budget habe ich. Das sollte relativ unkompliziert gehen. Wir sind sehr gut vernetzt. Die ganzen Schritte sind mittlerweile schon sehr optimiert. Man weiß immer, wo sein Fahrzeug sich befindet. Man kriegt über die Bill of Lading, kriegt man auch immer raus, wo sich auch gerade das Auto befindet, also auf dem Schiff. Und für die Zulassung, das ist sehr typabhängig. Wir haben bei neueren Autos haben wir so ein paar Schwierigkeiten jetzt mittlerweile bekommen. Das hat damit zu tun, dass der TÜV gewisse Etwa-Werte zum Beispiel nicht mehr anerkennt. Und dann müssen wir beispielsweise bei den Fords, ab 88 war da glaube ich, da müssen wir Zusatzscheinwerfer anbauen, weil es keine lichttechnischen Gutachten für diese Fahrzeuge gibt. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Ford Mustang nimmst, dann ist das wirklich recht überschaubar. Da brauchst du eine Warnblinkanlage, du musst die Scheinwerfer umrüsten. Wenn du Fahrzeuge hast ab 69, kommt noch eine AU mit dazu und eine KMH-Anzeige. Also das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir sehr, sehr viele Kunden haben, die sagen, du, ich würde gerne basteln und ich würde das gerne irgendwie für mich selber zurechtbringen. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, da gibt es immer jemanden, der das kann und der dir da helfen wird. Der Markt ist groß, da gibt es viele Anbieter. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Wie verhält sich das Angebot der Oldtimer in den USA? Da machen wir nochmal ein extra Video. Wann kommt wieder was Neues auf YouTube? Berti CM7 oder so. Jetzt! Du bist gerade quasi live dabei. Wie kann man gut erkennen, dass ein Auto noch Potenzial hat und nicht ein Loch ohne Boden ist? Meinst du mit Potenzial die Wertentwicklung oder dass du sagst, okay, ich kaufe das Auto heute, fahre es vielleicht 10 Jahre und dann habe ich irgendwie einen deutlichen Preisanstieg? Oder meinst du jetzt, wenn du sagst, auch mit Loch ohne Boden, von der Substanz? Also, wenn du jetzt neu in der Oldtimer-Szene bist, dann würde ich auch dir raten, schau bitte, dass du jemand Fachkundiges mitnimmst. Das ist teilweise wirklich, oder nicht teilweise, das ist schon mit das A und O. Was ich auch immer mit dabei habe, wenn ich ein Auto kaufe, ist ein Lackdichtenmessgerät. Das ist immer sehr hilfreich. Und da geht es nicht darum, ob da irgendwo ein bisschen Spachtel ist oder sowas, weil damit können wir leben. Die Autos sind alle sehr alt. Aber dass man ungefähr eine Grundsubstanz daraus erkennt, was dieses Auto hat. Wenn es um das Thema Potenzial für die Wertentwicklung geht, dann würde ich sagen, ist in den nächsten 3 bis 6 bis 9 bis 12 Monate die beste Zeit, um interessante Autos abzugreifen. Es wird so Evergreens geben wie eine Pagode. Wenn man natürlich so viel Kohle nicht hat, ein 107er, die kriegst du teilweise für unter 12.000, 13.000 Euro, wo immer noch was gemacht werden muss, aber du fährst einen schicken Mercedes und die sind relativ zuverlässig. Wenn du bei den Amis loslegen willst, ist definitiv immer ein Mustang Fastback eine sichere Bank. Den Amis wird es in den nächsten Jahren nicht gut gehen oder in den nächsten 1-2 Jahren. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Dadurch werden wir auch im Einkauf die Autos günstiger bekommen. Wenn du dann das Auto günstig einkaufst, 5, 6, 7, 8 Jahre fährst, die Preise in Amerika anziehen, werden automatisch die Preise hier in Europa mit nach oben gehen. Und dann kannst du sehen, wie der Wert deines Autos mitsteigt. Also Camaro, Ford Mustang, Fastback gerade, da kannst du nichts falsch machen. Also das Potenzial
ist meistens auf die Autos gerichtet, die auch gerne in der Masse gesucht werden oder aber mit einer ganz besonderen Historie. Wenn du zum Beispiel irgendwie einen besonderen Rennwagen hast oder irgendein berühmter Mensch fuhr dieses Auto oder ist es ein Filmauto oder sowas. Da ist es fast egal, was es für ein Auto ist. Da geht es wirklich nur darum, dass du dieses Auto hast, wo es auch demnächst eine nette Verkündung von unserer Seite geben wird. Kenny, mein Traumauto ist ein Ford Mustang Fastback von 67. In welcher Preiskategorie liegen die? Also, das ist mit dem 69er Charger das beliebteste amerikanische Auto, was du finden kannst. 67er Mustang Fastback und 69er Charger. Bei den Mustangs ist es nochmal so, viele sagen 67, 68, das stimmt. Aber wenn wir ins Detail gehen, merken wir, dass die 67er mehr gefragt werden, was auch damit zu tun hat, dass diese Holzapplikationen im 68er Modell bei einer Deluxe-Ausstattung nicht so glücklich gewählt worden sind, wenn ich das so sagen kann. Also, 67er Mustang Fastback, wenn es eine Restaurationsbasis sein soll, bieten wir gerade eine an, die kostet 16,5, glaube ich, oder 16,9. Ansonsten fahrende Autos, die in einem mittelmäßig schlechten Zustand sind, das heißt 3-, 4+, liegst du derzeitig ungefähr so bei irgendwo zwischen 38.000 und 42.000 Euro. Gerade ordentliche 67er Fastbacks, da bist du schnell mal irgendwie bei über 65.000 Euro dabei. Wie werden sich die 911-Preise entwickeln für F-Modell, G-Modell, 364, 903, 906? Also, tatsächlich haben wir ja gesehen in den letzten anderthalb Jahren, dass die Preise einen Satz nach unten gemacht haben. Also ich meine, 73er RS lag mal bei, ich glaube, 850, 900.000. Die stehen jetzt irgendwo, ich will jetzt nicht lügen, ich habe es nicht gesehen, aber wir können ja mal genau gemeinsam schauen. Ja, das war mein Schild, was gerade einen Abgang gemacht hat. So. So, absteigend. So, RS, RS, RS. So, S, RS. So, der erste 5,35. Okay. Achso, der ist in Dubai. Okay, sagen wir, der erste in Europa 5,85. Wie gesagt, die waren mal bei 8,50 oder sowas. Da sieht man, da hat sich der Preis schon enorm geändert. F-Modell generell, glaube ich, wird ein sehr interessantes Modell bleiben, so wo man sagen kann, die Leute haben da auf jeden Fall noch Bedarf für, aber es werden keine verrückten Preise mehr gezahlt. G-Modell, boah, da gibt es so viel und selbst die Turbo-Preise sind so furchtbar gefallen, es werden auch keine mehr verkauft, so gefühlt. Wenn man so ein paar Autos sich anschaut, die man irgendwie beobachtet, also da wird auch nichts verkauft, ne? Wo ich viel Potenzial sehe, weil es einfach ein günstiges Auto ist und sehr unproblematisch, ist der 996, der zwar unter den Puristen überhaupt nicht akzeptiert wird, aber das ist natürlich jedem seins. Und ja, 993, 964, die werden alle ein bisschen sich vielleicht nochmal regulieren, jetzt sowieso in der kommenden Zeit. Also da denke ich mal, werden die Preise bestimmt auch mal um 10-15% nach unten gehen. Ja, aber 964 und 993, Evergreens, das werden Autos immer mit Wert bleiben. Jetzt in den nächsten 3-4 Monaten wird man sicherlich auch noch den einen oder anderen guten Deal machen können. Also prinzipiell Porsche, sichere Bank, aber die Frage ist halt, zu welchem Preis. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Unterhaltung für den Feierabend gebracht. Wie gesagt, es wird ein bisschen mehr kommen. Ein paar Autos sind unterwegs. Da kommt ein Auto, auf das ich mich besonders freue. Wir mussten es lange zurückhalten, weil wir auch Schwierigkeiten hatten, das aus dem Land zu bekommen. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Ich denke, das war jetzt erstmal auch lang genug. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Bis dann.